Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Keller Cops. Ja, wir fahren jetzt zum Feld 48 und werden dort laut unserer Mission, also Tutorial für Düngen, düngen. Das ist ja die Voraussetzung für nächstes Szenario, also wir düngen da mal fertig. Dazu fahren wir automatisch. Das geht am schnellsten. Ich kenne mich hier nicht so aus. Unser Autopilot von der Firma Tesla, keine Ahnung, der hat schon sowas, ne? Und hier ist sowas sogar schon zugelassen, ne? Ich meine, gut, ich persönlich bin nicht von begeistert, automatisch fahren. Also am Ende ja geht es ja darum, dass die LKWs ne, alleine fahren können, ne? Und zwar ohne Fahrer, denke ich mal. Dieses Spiel wird sicherlich hinausgehen, dass sie dann entsprechend unsere, ja, viele Arbeitsplätze verloren gehen, ne? Gerade Ferntransport, ne? Ich meine, da ist eh schwierig, denke ich mal, die nötigen Fahrer zu finden, aber trotzdem hat einer braucht einen Job, ne? Und das ist dann besser, wenn ein Mensch fährt als eine Maschine, finde ich jedenfalls. Ja, Feld 48. Ja, heute bin ich, glaube ich, zu schnell gefahren. Blitze. Kann man nicht genau sagen, habt ihr gesehen. Blitze habe ich da hinten. Teilweise, nicht nur. Bin ja gespannt. So, 48 ist doch ganz gutes Feld, ne? Nicht gerade zu klein. Ach nee, na doch. Unser hat Mais, sieht schon aus wie Mais, ne? Kam ich jetzt? 1. Mai. Also im Norden würde ich eher Mais. 1. Mai ist zu früh. So. Alle Düngemaschinen haben die Möglichkeit, die Ausbringmenge einzustellen. Damit kannst du sicherstellen, dass du genau die Menge an Dünger verbringst, die du ausbringen möchtest. Je nach Dünger, Feldzustand und Frucht solltest du die Ausbringmenge passend einstellen, um die nötige Versorgung der Pflanze zu gewährleisten zu können. Ich meine, wenn du so einen kleinen Feld und eine Fahrspur weg drin hast, ist das ja alles. Naja, gut. Gut. Du öffnest das Radialmenü. Wechsel zum Düngerstreuer. Die Ausbringmenge. Schon wird eingetragen, ne? Da müssen wir hin. Das ist immer schwierig, den Fall so. Stelle die Ausbringmenge von 350 Kilogramm pro Hektar ein. Wir haben aktuell 500. 350. So. Geräte wie Düngerstreuer können ihre Arbeitsbreite variieren, um sowohl auf breiten als auch auf schmalen Flächen arbeiten zu können. Zusätzlich kann eine kleine Arbeitsbreite hilfreich sein, um kleine Randbereiche düngen zu können, ohne den Randstreifen oder die gedüngten Flächen erneut zu düngen. Die Rauch lässt Arbeitsbreiten zwischen 12 und 42 Meter dazu. Das ist 42 Meter eine gute Breite. Gut bei starkem Sturm vielleicht nicht gerade. Also, wir stellen auf 30 Meter ein. So. Wenn du einen besseren Überblick über die gedüngte Fläche haben möchtest, kannst du im Feldmenü die wieder das blöde Wort Visualisierung aktivieren. Wenn du noch nicht weißt, wie das geht, kannst du tollen Grundlagen Düngung spielen. Dort werden dir alle Grundlagen und Düngungshilfe des Feldmenüs erklärt. Wie schön. Wir gehen nicht mehr zurück. Weiter. Wir fahren aufs Feld. Wegebereifung? Nein. Wie gesagt, Mais wäre eigentlich für den Datum 1. Mai. Zumindest im Norden ungünstig, ne? Ganz ehrlich gesagt, 1. Mai. Eishaltig in der Mitte, 15 rum und Mais, weiß nicht, Frost. Ist eher so Aussaat. Mitte Mai, weil auch der Boden so kalt ist.
Das mag vielleicht im Süden ganz gut sein, aber auch gefährlich. Wir starten mal, ne? Wir fahren wir automatisch die Geschwindigkeit. Man müsste ja eigentlich anpassen an die Geschwindigkeit normalerweise. So, sind wir die erste Bahn. Ja, immer dabei. Das GPS finde ich hier ganz gut hier und auch automatisch fahren. Werde ich mal auch mal in LS wieder aktivieren, beziehungsweise mal installieren. Ne? Für einige Sachen ganz praktisch. So. Mal kurz ausmachen. So, ausgemacht. Hier verlangt. Jetzt werden wir die zweite Bahn wenden. Diese grünen Flächen brauchen wir nicht düngen, ne, das ist ja Quatsch. Das ist alles Kosten, ne. Dünger ist eigentlich sehr teuer. Ich denke mal, ich habe auf den Preis nicht geachtet, aber... So. Ja, das ist nicht die zweite Bahn, ne. Die hätten wir leicht ein bisschen weiterfahren können. So, und gleich wieder Klick und Karussell. Junge, ist halt wahr, ne? Bisschen mehr Gas geben. Mache 18, 15 km/h. Das passt schon. So, mal eine zweite Bahn noch und dann garantiert dritte auch noch. Das wird richtig komplex werden, weil hier ist Düngen ja richtig, ich würde nicht sagen umständlich, aber halt. Lass uns die letzte Bahn auslassen und sehen, wie die Dünger aktiv auf Traktoren von uns auswirkt. Aha, okay. Ich meine, ist klar, wenn Dünger nicht da ist, dann werden sie natürlich nicht so grün, ne? Und natürlich weniger stark bewachsen, ne? So. Weiter. Ja. Sind mehrere Tage voran und so. Der Regen ist vorbei, wir sind trocken. Das Resultat lässt sich sehen. Der Mais ist an. Gedüngten Stellen sehr gut aufgegangen. Die Platz auf den ungedüngten Stellen haben sich, wie man sehen kann, nicht so gut entwickelt. Wie du sehen kannst, hast du den kompletten Dünger verbraucht. Achso, nicht verbraucht. Den übrigen Dünger kannst du am Hof lagern, um ihn später wieder zu verwenden. Fahr das jetzt im Hof. Wir gehen mal kurz gucken, ne? Das war mal die Innensicht. Ja. Ganz mal kurz mal das weitermachen. Und jetzt haben wir einen kleinen Fehler gehabt. Habt ihr gesehen? Alles weg. Ganz im Grün. So, jetzt kann man es hier genau sehen. Der Mais, rechts hat gedüngt, er wurde gedüngt. Der steht etwas höher. Der linke ist etwas kleiner. Nur dazu sagen, wenn kein Regen gefallen wäre. Die vorne, die erste Reihe, viel Aufdünger, ne? Weil er ist hier hochgekommen. Wollen wir mal gucken. Geht nicht. Gut, dann können wir da nicht so gucken, ne?
Fliegen können wir auch nicht. Okay. Nur einsteigen. Ja, von hier oben kann man besser sehen. Sieht man genau da den mittleren Teil, wo wir nicht gedüngt haben vielleicht. Vorne den ersten Teil kann man auch sehen, ne? Ja. Na gut. Wir fahren zurück zum Hof. Auf geht's, Junge. Dann werden wir auch den Dünger abladen. Ich denke mal, dass die Folge auffällig, ne? Denke ich mal. Bin nicht ganz sicher, aber fast. Fast. Wie gesagt, ich spiele alles jetzt hier im Prinzip alles mit dem ersten Mal. Und das Auto war ohne Reifen anfangs. Und so ist das für mich genauso neu wie für euch. Und irgendwann, wenn die Karriere losgeht, dann können wir da entsprechend da voll loslegen und die nötigen Punkte haben, um alles kaufen zu können. Und nicht sagen, oh, jetzt fehlen ein paar, müssen wir wieder raus und da können wir die Karriere voll durchstarten. Ne? Weil das dauert sicher noch eine Weile. Ja, mal schauen. Die Woche Düngen noch schaffen. Morgen. Die Woche darauf dann das Szenario anfangen mit. Ich weiß nicht genau, wie der Name heißt. Aber dann denke ich mal nächste Woche Düngen. Nächstes Szenario, das vierte. Und dann das fünfte. Ne? Dann ist schon bald Weihnachten. Ne? Mal schauen, ob wir nach Karriere anfangen können. Ich möchte aber die Karriere einen neuen Let's Play beginnen. Dann müsst ihr das entsprechend abschließen. Also umbenennen mit das Modus hier in Tutorial und Szenarios. Ne? Dann als Karriere starten. Separat für sich als Thema. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Ich noch eine Weile hin. So, Hof zurück. Hier sind die Felder nicht bestellt. Juni. Sieht uns auch leer. Oder? Wäre ganz schlecht jetzt für die Bullen, ne? So. Fahrer, den Dünger lag in der Halle. Den haben wir jetzt in der Halle. Früher war er doch draußen gewesen. Früher. Haben das geändert? Ich habe hier reinfahren können. Tor öffnet automatisch. Der ist 20 Meter. Na, dann alle. Ich meine, den Dünger kriegst du normalerweise nicht so gut raus, ne? So gar nicht in Säcke. Ja, da haben wir. Da müssen wir rückwärts reinfahren, Junge. Das Lager ist hier mal neu. Einfach mal von da reinfahren, rückwärts, ne? So. Start. Ah, hier ist Düngerlager. Das ist lose. Das ist aber schlecht. Auf Dauer wird nur nass, ne? Das ist ja Wasser an ohne Ende. Es wird hart, es verklumpt. Das ist ungünstig. Müsste eigentlich in Foliensäcke wieder eingeschweißt werden. Oder zumindest schon zugepackt werden, ne? Um den gelagerten Dünger später wieder verwenden zu können, kannst du ihn entweder mit dem Frontlader eines Traktors, oder den Überladerohr der Halle wieder in den Düngersteuer befüllen. Ah, okay. Dann nehmen wir lieber Überladerohr, ne? Abschließen. So. Das wäre die Mission mit Düngern, ne? Und jetzt kommt die nächste Düngersaatkommission, ne? Oder müssen wir gucken. Tut mir schon, das soll heute gewesen sein. Und tschüss. Ciao. Ich
glaube, wir müssen doch noch ein paar Folgen machen. Mit Düngen. Tschüss und winke winke. Bis schon nächsten Mal. Und schon schönen Dank. Tschüss. Reinschauen. Tschüss.